Moin Moin, hier ist mal wieder Wolfgang, der Flensburger Jung. Grüß euch alle. Ja, was will ich euch erzählen? An diesem Wochenende, sprich Freitag und Samstag, da sind zwei, oder genau gesagt drei, freudige Überraschungen für mich gekommen. Es waren wirklich alles Überraschungen. Nichts bestellt, nichts erwartet. Es fing am Freitagvormittag an. Oder vorher will ich euch noch erzählen, was ich hier in der Pfeife habe. Oder was ich für eine Pfeife habe. Das ist die wunderschöne Poker von Benny Thomsen mit dem Bambusholm. Eine leichte, schön gemaserte und toll gebaute Poker. Ich bin ja so ein Poker-Fan. Im Prinzip genauso wie das auch der Helmut zurzeit ist. Der hat ja per Fernsteuerung oder wie man das nennen will, sich von Lohmann eine Pfeife zuschicken lassen. Ein beneidenswert schönes Stück. Ihr habt es sicher alle in seinem Video gesehen. Naja, und ich habe hier, die habe ich noch gar nicht lange, die habe ich jetzt 2 Wochen oder so, von Benny, diese Poker. Ja, dann kann ich auch direkt weitermachen. Ich habe ein Stück, das, da bin ich richtig verliebt drin. Auch von Benny, auch eine Poker. Eine Mooreichenpfeife. Ihr seht diese schöne Maserung. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und wenn man unten den Boden guckt, da kann man, ich bilde mir ein, dass das Jahresringe sind. Ich hoffe, dass sie das sind. Es sieht, also Benny hat das garantiert nicht reingemacht, aber es sieht sehr schick aus. Die Pfeife wirkt im Grunde genommen ein klein bisschen, das kommt jetzt nicht so zum Tragen, als wenn sie so ein bisschen gebürstet ist. Aber er hat sie ja nicht gebeizt und nichts, er hat sie nur poliert. Dann wirkt dieses Schwarze oder es ist, je nach, wenn das Licht drauf fällt, man kann auch sagen, ein ganz, ganz dunkles Braun, schwarzbraun. Ich finde, das harmoniert wunderbar mit dem schwarzen Mundstück und dann dem weißen oder hellgelben Bambusholm. Und die Überraschung für mich war, wie leicht diese Pfeife ist. Und sie raucht sich richtig toll. Ich habe noch keine Erfahrung, ob sie länger trocknen muss als eine Briere-Pfeife. Ich lasse sie halt einfach jetzt immer 2, 3 Tage länger liegen als eine Briere. Aber sie raucht sich toll, sie schmeckt fantastisch. Ich habe also bis jetzt nur Flake drin geraucht. Das letzte, was ich drin geraucht habe, war von Faun die Nummer 14. Die hat mir Tanja am Samstag, also gestern, zugeschickt. Ein reiner Virginia Flake. Danke nochmal, Tanja, aber zu dir komme ich gleich nochmal. Ein Flake. Bei Flake kann ich ja immer gefahrlos das Tabakbild zeigen, weil da kann nichts auf die Tastatur geschüttet werden, wie das eigentlich bei mir so üblich ist. Ein gelber, mit gelben Einsprengseln, hellbrauner bis mittelbrauner Virginia Flake. Der Geruch ist nicht so stark heuig, wie man das bei manch anderen gewöhnt. Er kommt eigentlich gut konditioniert hin, könnte vielleicht einen Tag mal draußen bleiben, aber ich hatte keine Probleme damit. Ließ sich leicht stopfen, brannte gut ab und ist extrem mild und cremig auf der Zunge. Ein herrlicher Tabak. Ich bin ja nun ein absoluter Liebhaber von naturnahen Tabaken, aber das wisst ihr alle. Und es muss nicht nur Virginia sein, es kann Virginia und Perique, was ich unheimlich liebe. Ich liebe Perique.
Ich habe mich nur noch nicht getraut, mal einen puren Perique zu rauchen. Aber ich mag in Verbindung mit Virginia dieses leichte, pfeffrige Prickeln auf der Zunge. Ich mag das einfach. Wobei ich auch das leicht nussige und kernige von einem Burley mag. Ich habe auch einen Tabak hier, den werde ich irgendwann mal vorstellen. Das war eine Hausmischung aus Heidelberg, reiner Burley. Aber jetzt bin ich fremdgegangen. Weil ich rauche naturnahe Tabake, aber es gibt zwei Aromaten, die ich einfach zwischendurch, ich komme sehr lange damit aus, aber zwischendurch ab und zu mal so, wie man mal einen Bonbon mag oder einen Eisbecher oder eine schöne Erdbeertorte oder was auch immer, so habe ich zwei Aromaten, die ich liebe. Da ist einmal, den ich gerade hier drin habe. Ich muss den nochmal nachfeuern. Von McLell, den Captain Cool. Leider ist diese Dose fast leer. Ich muss sehen, dass ich Nachschub kriege. Die habe ich in der Schweiz für teures Geld gekauft. Aber ich will mal sehen, dass ich da irgendwas machen kann. Die schreiben hier, es ist ein kühl rauchender, milder, pfeifender Tabak mit einer Spur Vanille und einem ganz klein bisschen Minze. Von dem Vanille schmecke ich gar nicht so viel. Ich finde, schmeckt nicht aromatisiert. Er schmeckt nicht so, wie er riecht. Er riecht eigentlich fast wie so ein bisschen wie so ein After Eight und so weiter. Aber er schmeckt nur ganz leicht. Im Hintergrund schmeckt man so ein Minzton. Das ist also einmalig. Man darf jetzt nicht denken, dass ich hier wie eine Mentholzigarette oder so. Es ist nur ein Hauch. Aber das ist einer meiner Aromaten, die ich also wirklich ab und zu mal liebe. Das ist ein ganz dunkler, ein bisschen Virginia und der Rest ist, glaube ich, Black Cavendish. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Aber der schmeckt, also den mag ich. Und dann habe ich noch einen Aromaten und jetzt steinigt mich nicht, ihr Naturliebhaber, ich gehöre eurer Fraktion an. Aber es gibt einen, den ich wirklich mag, den hat. Ich glaube, es war Yogi mal empfohlen und dann habe ich den mal probiert und da habe ich gesagt, mein Gott, auch Hocharomaten, Aromabomben können eigentlich ab und zu schmecken. Einmal in der Woche maximal, zweimal in der Woche nachmittags. Und das ist der, ihr kennt ihn, die Aroma-Freaks kennen ihn alle, das ist der Memory of Tuscany mit Trauben und schwarzen Johannisbeeren. Danach schmeckt er auch, danach riecht er auch. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Es ist also ein richtiger, für mich ein Aromaklopper. Aber ab und zu, also heute noch nicht, vielleicht morgen Nachmittag mal zum Kaffee. Was ich so schön finde, wenn ich den in der Pfeife habe, es ist halt DTM, es ist halt Qualität. Ich kann hinterher naturnahen in die Pfeife nehmen und ich schmecke nicht, dass ich da vorher diese Bombe reingedonnert habe. Ja, das war soweit zu meinem Fremdgehen in puncto Aroma. Alle anderen Aromaten, ich rauche mal was, aber ich habe auch gar nicht viel hier. Ich habe noch Ralf mal vorgestellt, diese drei Kleinlage da. Das ist das Apfel. Da habe ich die Probedose geschenkt gekriegt bei Wohlsdorf. Und dann habe ich noch an die Kirsche habe ich mich nicht rangetraut, aber den mit Karamell, der geht auch noch. Aber wie gesagt, der Rest ist alles Natur, Natur, Natur. Aber was ist jetzt am Wochenende zu mir gekommen? Wie gesagt, habe ich glaube ich gesagt, oder habe ich es nicht gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Ich komme Freitag nach Hause. Ich traf vormittags wieder meinen Kumpel und wir haben wieder gesessen, Kaffee getrunken, Pfeife geraucht und da liegt hier ein Zettel von der DHL, dass sie ein Paket für mich hätten aus dem Ausland und zum Zoll.
Ich habe nur das Glück, das Hauptzollamt liegt nur 5 Minuten weg von hier. Und ich da also hin und kriegte ein kleines Päckchen, musste das da aufmachen und er guckte und da war ein Brief und dann waren da 2 Beutel mit Estate-Pfeifen drin und die waren von Glenn aus Australien. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Er hatte mir irgendwann das mal avisiert, aber ich hatte da auch nicht mehr dran gedacht. Und nun sind da 2 Pfeifen gekommen. Glenn ist zurzeit gerade in den Staaten mit seiner Familie, hat die Chicago Pipe Show besucht und soviel ich weiß, ist er jetzt in Kalifornien und besucht da auch ein paar Pfeifenfreunde und guckt sich mit seiner Familie ein bisschen Kalifornien an. Ich werde aber anschließend noch ein kleines Video in Englisch machen, wo ich mich bei Glenn dann, wo ich die Pfeifen nochmal vorstelle und bei Glenn dann auch persönlich bedanke. Aber jetzt will ich euch mal zeigen, ich also nach Hause gerast und ausgepackt und die zeige ich euch jetzt. Da ist einmal eine wunderschöne Poker. Ich habe sie noch nicht geraucht. Das will ich mir für eine stille Stunde heute Abend mal aufheben. Sie hat ein Cumberland-Mundstück. Ist wunderschön. Ich habe natürlich schon meinen Gummiüberzieherle drüber gemacht. Und der Pfeifenmacher, der sagt mir nichts, den habe ich noch nie gehört. Gainey. Gainey. Handcrafted. Aber eine wunderschöne Pfeife. Ich versuche zum Anschluss nochmal ein paar Fotos hinten ranzuhängen, auch von Bennys Poker und Bennys Mooreichenpfeife. Ja, und das zweite Stück, hier ist der Beutel. Da bin ich ja fast ausgeflippt. Auch ein kurzer kleiner Nasenwärmer mit mittlerem Füllvolumen. Das hat übrigens die andere auch. Die Poker hat auch, die hat schon ein bisschen mehr als mittleres Füllvolumen. Da geht schon was rein. Werde ich auch wahrscheinlich Flake drin rauchen. Aber diese hier. Die ist so bildschön. Dieses Mundstück ist durchsichtiges Acryl, so ein bisschen bernsteinartig, hat dann 2 Aluringe und in der Mitte, ich hoffe, man kann das so sehen bei dem Licht, einen Messingring. Und die Pfeife ist gebaut. Ich habe das da noch Foto und hoffe, das kommt im Foto besser raus, aber ihr könnt es vielleicht trotzdem sehen von Joe Case 2013. Ein wunderschönes, traumhaftes Stück. Ich kann nur immer wieder sagen, danke, danke, danke. Glenn. Ja, das war die Überraschung Nummer 1. Ich bin im 7. Himmel geschwebt. Könnt ihr euch ja sicher vorstellen. Ja, und dann sitze ich am Samstagmorgen beim Frühstück und normalerweise kommt der Postbote, der Paketbote immer so zwischen 11 und 12. Aber da klingelte das schon 8:45 oder 9:30 und brachte mir 2 diese gefütterten Umschläge. Und der erste war von Kai aus Soest und da war diese Unmenge. Die Kamera, die ist immer nie da, wo ich hin will. Von diesen Tabakproben. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt erst einen einzigen probiert. Das ist der von HU. Ich habe noch nie bei HU bestellt. Ich muss das endlich mal machen. Der Louisiana Broken. Warum ist die Kamera nie da, wo ich meine
meine Sachen hinhalte. So, ein Virginia, Perique, ja, dann ist da noch Kentucky, aber da kann ich nicht viel von merken. Ich schmecke nur Virginia und diesen fantastischen Perique-Anteil. Auch ein nicht sehr starker Tabak. Wobei ich sagen muss, mir kann Tabak gar nicht stark genug sein. Siehe den Dark Fired von McBarron's. Ich rauche sehr viel, eigentlich ununterbrochen. Aber starke Tabake machen mir nichts. Im Gegenteil, zu milde Tabake sind nicht ganz so meine Art. Der schmeckt richtig weich. Wie soll ich sagen, süffig, unheimlich lecker, ist genau auf meiner Schiene. Virginia, den Virginia-Geschmack, die Süße, und ich kann es immer nur wiederholen, diesen typischen Perique, was da vom Perique im Hintergrund ist. Und ich sag mal, das ist, als wenn man den Tabak ein bisschen mit einer scharfen Würze, mit Pfeffer oder so gewürzt hätte. Toll. Dann hat er, da kann ich aber alles noch nicht zu sagen, einen Tabak, der heißt Scotney. Ich habe mich noch nicht schlau gemacht, wer den macht, wo der herkommt. Aber wenn ich das Tabakbild mir anschaue, wäre das auch wieder ein richtiger kleiner Leckerbissen für mich. Und das sind wohl Tabake, die man auch hier überall problemlos bestellen kann. Dann habe ich... Das sieht jetzt aus wie Perique mit ein bisschen Burley, so kleine Münzen. Ich habe den Verdacht, dass der so an den Tabacalera oder so rankommt, den Nummer 16. Ich kann da schlecht riechen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Plastiktüten rieche, dass ich mehr Plastik als Tabak rieche. Ich kann da noch nicht viel zu sagen. Sieht aber aus wie diese kleinen Scheiben und ein bisschen zerbröselt, scheint Virginia und Burley zu sein. Oder aber, das ist der, wie heißt der denn? Director's Cut. Ich werde es noch rauskriegen, was das ist. Auf jeden Fall freue ich mich drauf, weil er sieht richtig toll aus. Dann habe ich hier einen, ich weiß auch nicht, wer ihn macht, Honoré, was richtig dunkelbraunes, irgendwas Dark feiert. Da muss ich noch mit Kai über jeden einzelnen Tabak, wenn ich ihn probiert habe, muss ich noch mit Kai reden, da muss er mir noch was zu erzählen. Das ist blöd mit dem Licht hier, ihr könnt das gar nicht sehen, Sekunde. Ich weiß, das ist eine ganz blöde Tabakvorstellung hier. Ihr habt jetzt einen völlig Ahnungslosen, der hat Tabak und weiß nicht, was es ist. Das ist ein ganz dunkler, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, ein bisschen aromatisiert. Ich bin mir nicht sicher, aber der riecht ein bisschen aromatisiert. Also vielleicht Dark Fired Virginia, aber da ist ein Aroma bei. Ich kann es aber nicht sagen, ich weiß es nicht. Darum hat er mir ja Proben geschickt, dass ich es rauskriege. Nur dann habe ich den Jubiläumstabak von Loma. Habe ich doch was von Loma. Jetzt fällt es mir ein. Hurra! Der Helmut hat eine Pfeife von Loma und ich habe eine Tabakprobe von Loma. Der Jubiläumstabak. Da bin ich auch drauf gespannt. Nur man sollte, wenn man solche Proben bekommt, sich richtig Zeit nehmen und sie in Ruhe. Und deswegen habe ich bis jetzt am Wochenende nur das geraucht, was ich so und so hier habe. Da will ich mich in Ruhe ranmachen. Ja, dann habe ich noch zwei Schätzchen gekriegt. Cornell und Deal, eine meiner Lieblingshersteller. Hier habe ich einen typischen Virginia Flake, nehme ich an. Der heißt After Hours von Cornell und Deal. Ah, könnt ihr es sehen? Leute, ich bin so ein bisschen ungeschickt heute. Ja. Und dann habe ich noch von Cornell und Deal, da bin ich auch ganz gespannt drauf. Da hat der Kai selbst nicht viel von, da hat er mir eine gute Füllung für. Vielleicht kommt der in die neue
Poker von Glenn, der heißt Blockade Runner. Da ist so ein Dampfer drauf, kann man schlecht sehen. Ach mein Gott, warum kann man das denn nicht sehen? Dampfer drauf, also Blockadebrecher, Blockade Runner. Bin ich auch schon ganz gespannt. Ja, und in der zweiten Tür. Danke, Kai, aber wir haben ja schon geskypt und ich habe mich ja schon bei dir per Skype bedankt und ihr müsst es Montag auch und Tanja, ihr müsstet Montag eigentlich meinen kleinen Umschlag kriegen. Nur, ihr habt ja so viel reingetan, ich habe ja nur so wenig, aber naja. Ich habe, wie gesagt, Nummer 14 von Faun, habe ich euch gerade schon gezeigt, der war in der Tüte von Tanja. Und ich hatte die Tüte so umgedreht und da polterte etwas auf den Tisch. Ich krieg einen trockenen Hals. Es ist 7:30, ich darf. Jetzt werdet ihr gucken, was trinkt der denn da? Der trinkt doch immer Flens. Ja. Aber erstens ist früher, die Sonne scheint, war heute gar nicht kalt. Eigentlich schönes Wetter für unsere Verhältnisse. Ich habe draußen gesessen und dann trinke ich gerne mal in der Abendsonne so ein Weizenbier. Ist erfrischend. Ist im Grunde genommen, und jetzt wird Helmut mich erschlagen, kein richtiges Bier. Es ist genau wie ein Aromat, es ist Naschkram. Aber Helmut, in deinem Video, du hast das beste Bier Deutschlands, wenn nicht der Welt, getrunken. Ein schönes Flens aus der Beugelbuddel. Und ich habe ein Franziskaner, Paulaner hatten sie nicht, ein Hefeweizen. Prost. Es werden wahrscheinlich einige von euch aufgeschrien, als ich gesagt habe, das beste Bier Deutschlands, aber jede Region in Deutschland hat das beste Bier Deutschland, deswegen müsst ihr mir das als Flensburger nachsehen. Ja, wo war ich? Ach ja. Da polterte etwas auf den Tisch, als ich Tanjas Päckchen aufmachte. Und Tanja, sie hat mir per E-Mail geschrieben, dass das ihr Dankeschön wäre, weil ich ihr mal ein Päckchen mit den Bits aus Amerika bestellt habe. Aber ich finde, da hat sie ein bisschen übertrieben. Schaut euch das hier an. Es ist von der gleichen Firma wie das Old Boy, ITT Corona, ne, ITT, glaube ich, Corona. Es ist irgendwie Messing vergoldet, wie auch immer. Guckt euch mal, ach, wo ist ich da? Diese tolle Verarbeitung an, jetzt entweicht wahrscheinlich das Gas. Das ist also einfach klasse. Es ist kein Pfeifenfeuerzeug. Es ist, ich habe natürlich nachgeguckt, es ist ein Zigarrenfeuerzeug. Es hat für Zigarren eine extra breite Flamme. Und Tanja sagte mir, ja, die Flamme, die geht gerade hoch und da kommt sie nicht richtig zurecht beim Anzünden. Ich muss sagen, ich habe das Feuerzeug schon. Erstens ist es schwer, man hat was in der Hand. Es fühlt sich ganz toll an und ich muss sagen, es gefällt mir fast besser als mein Silem Oldboy, mit dem ich ja auch schon einiges an Ärger hatte. Aber dieses Feuerzeug, ich benutze es schon den ganzen Tag. Guckt euch mal diese schöne breite Flamme an. Und dieser satte Klang. Also, meine Frau hat auch gestaunt, als ich ihr das gezeigt habe. Und ich bin fast ausgeflippt. Dieses Feuerzeug und dann die zwei neuen Pfeifen und die tollen beiden Pfeifen von Benny. Leute, die Beute hätte nicht besser sein können, wenn ich nach Loma gefahren wäre. Wobei ich trotzdem nächstes Jahr komme. Ich ganz, ganz ernsthaft. Ich habe, da kann passieren und eher friert die Hölle ein, als dass ich nicht nach Loma komme.
Ja, das war's eigentlich. Ich kann euch nur noch einen schönen Sonntagabend wünschen. Ich hoffe, ihr habt so einen schönen Abend wie wir. Ich setze mich gleich noch ein bisschen nach draußen. Da werde ich aber wahrscheinlich dann eine Jacke anziehen müssen, denn dann wird es ja doch ein bisschen kühl. Oder ich gehe noch ein bisschen zum Hafen runter spazieren. Mal sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, was immer ihr macht, einen schönen Sonntagabend. Und ich werde noch versuchen, ein paar Bilder dran zu hängen. Hoffentlich klappt das. Bis dann. Ich wünsche euch was. Tschüss.